Hallo und willkommen zurück zu Of Blades and Tales. Und ja, ich bin schon mal hier runtergereist. Ich hatte auch nochmal was nachgeguckt wegen diesen Einträgen. Da haben wir ja Einträge eines alten Logbuchs und Einträge eines alten Tagebuchs. Die Einträge eines alten Tagebuchs, die hatten wir ja bereits bei dieser Motte abgegeben. Und da gibt es eine etwas seltsame Mechanik, und zwar kann man bei der Motte dreimal die Teile abgeben und dann bekommt man einen Erfolg und noch irgendeinen Gegenstand, glaube ich. Aber jedes Mal, wenn man das abgibt, muss man mindestens drei Teile haben und wenn man mehr hat, wird alles abgegeben. Und ich glaube, wir hatten wahrscheinlich so 10 oder sowas, dann sind alle weggegangen. Und dann müsste man die quasi erstmal wieder grinden, dann müsste man wieder zur Motte geben und die abgeben. Und das bei der Motte zählt auch nur, wenn das an drei unterschiedlichen Tagen ist. Das heißt, wenn man diese Öffnung wieder machen würde, also falls ihr jetzt nicht mehr wissen solltet, was das war. Das war hier in diesem dichten Mischwald, da konnte man ja in dieser Ruine abends diesen Altar auf Seite schieben und dann in diesen Geheimgang rein. Und da konnte man diese abgeben. Also wenn man das dreimal mit mindestens drei, wenn ich es richtig verstanden habe, von diesen alten Tagebüchern macht, dann bekommt man den Erfolg. Jetzt könnte man die grinden. Habe ich auch probiert. Ich habe 10 Minuten lang da einfach mal so Baumstümpfe und so weiter im Sumpf untersucht. Aber habe mir dann gedacht, das brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Das ist ein bisschen öde. Also habe dann auch kein einziges da drin gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, ne, mache ich nicht. Und dann haben wir die Einträge ins alten Logbuchs. Da habe ich in Google geguckt. Ich habe Deutsch und Englisch gesucht. In Google, in Steam, in Discord. Nichts gefunden. Ich habe in Discord nachgefragt. Da hat niemand geantwortet. Und ja, also da habe ich keine Ahnung, wofür die gut sein sollen. Du kannst jetzt noch nicht erklären, was sie bedeuten, aber sie scheinen sehr alt zu sein. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kämen die dann danach, aber das kann ich so leider nicht sagen. Vielleicht mache ich nochmal irgendwann einen Nachtrag, aber für den Moment lassen wir das sein. Ich habe auch nochmal geguckt, hier sind ja diese Bestiengründe. Ich habe mal gehofft, dass ich die da bekommen würde und habe da nochmal gekämpft, um das zu sammeln. Aber das waren auch Kämpfe, da habe ich halt einfach dreimal alle Gegner abgeschossen. Das ist so primitiv gewesen. Das wollte ich euch dann jetzt damit auch nicht langweilen und dann hier direkt weitermachen. Da habe ich schlussendlich auch nur nochmal Bücher bekommen, um hier diese drei Sachen freizuschalten. Also ich gehe hier nochmal drüber. Ein feiner Freund, damit können wir den Käfer heilen, wenn wir einen übernommen haben. Dann haben wir das hier, damit können wir sogar Pflanzen bändigen. Und dann gibt es hier noch was, damit kann man einen Käfer rufen. Also da habe ich die Bücher zugefunden. Ja, das habe ich jetzt mal hier übersprungen, damit wir dann hier auch direkt weitermachen können, worauf ihr sicherlich gewartet habt. Wir werden hier jetzt zum Durchgang zum großen Bau marschieren. Ein Problem haben wir jetzt ein bisschen mit dem Käferfleisch, denn da ist nichts mehr über. Aber wir haben zur Not, glaube ich, haben wir nicht Ausdauertränke? Ja, 21 Ausdauertränke. Die könnten wir zur Not auch verwenden. Ach, da haben wir einen Käfer. Dann sammeln wir den ein. So, damit sind wir auch schon ein bisschen besser abgedeckt. So, dann werden wir den mal gerade übernehmen. So. Und hier das schießen wir gerade zu Klump. Jawohl. Da haben wir noch so eins. Naja. Kann man das einfach auf sich casten? Nochmal mal so. Spratz. Tadellos.
Okay. Ja. Okay. Ja, macht ihr mal. Wir reisen weiter. Und zwar erstmal in den Süden. Und dann müssen wir darüber. Okay. So, rechts unten war das. Na. Okay, den müssen wir einmal wegdrücken. Dann können wir da aber auch einfach vorbeilaufen. Okay. Da laufen wir auch vorbei. Oh. Mhm. Aber die können mittlerweile auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Kampfstab. Okay, da müssen wir rein. Hup. Rot mutiertes Insekt. Blub. Auf in den Insektenbau. Der große Bau, Ebene 1. Über Stock und Stein. Aller Gefahren zum Trotz habe ich es bis ins Innere des großen Baus geschafft. Ich sollte ihn nun weiter erkunden und in Erfahrung bringen, was hier vor sich geht. Begib dich nach. Ja, also wahrscheinlich eine tiefere Ebene. Mhm. Blub. So. Ja. Nette Kettenreaktion. Naja, und die haben uns immer noch nicht bemerkt. Die sind jetzt da einfach am Verenden. Plupp. Da geht's runter. Dann machen wir das auch. Mhm. Mhm. Oh, den haben wir jetzt getriggert. Okay, die sind aber noch nicht wach. Hm, doch. Also da hätten, haben wir jetzt keinen garantierten Hit bekommen. Naja, okay. Da geht's nochmal weiter runter. Das machen wir dann auch direkt. Und da ist auch schon unser Ziel. Da geht's in eine Spalte rein. Mhm. Blub. Blub. So. Wir werden aber jetzt mal diesen Sektor hier ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und wenn wir hier jetzt nichts drin finden,
dann spricht das dafür, dass wir in den da drüber wahrscheinlich auch nichts finden würden, wenn wir die ganz genau untersuchen würden. Vielleicht ist halt hier nochmal ein besonderer Boss. Da gibt es ja auch hier und da diese größeren Viecher. Aber das scheint mir eher nicht der Fall zu sein gerade. Vor allem können wir wirklich alles hier aus maximaler Entfernung totschießen, ohne dass die auch nur irgendeine Chance haben zu reagieren. Das ist ein bisschen primitiv. So. Sind noch eine ganze Menge mehr. Mhm. Ja, da haben wir jetzt natürlich ein bisschen. Ah, da sind wir noch außer Reichweite. Okay. Plupp. 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 Jawohl. Warten. Ja. So. Ja, also hier ist nichts. Also da macht die genaue Untersuchung der Zonen dann auch keinen wahnsinnigen Sinn, wenn wir schon das Enddingen gefunden haben. Dann springen wir hier mal rein. Vor dir klafft ein tiefschwarzer Abgrund. Alleine der Anblick lässt dich kurz zurückschrecken. Es geht dort sehr steil herab. Offenbar ist der Boden hier vor einer Weile eingestürzt. Du bist dir unsicher, ob du den Abstieg tatsächlich wagen sollst und was sich dort unten wohl erwartet. Ja, natürlich. Oha. Okay. Da sind wir vielleicht in einer alten Forschungsanlage oder einem Nuklearreaktor oder sowas gelandet. Statue der Rücksetzung. Ah, okay, das ist ein Puzzle. Mhm. Bogen. Aha. Wir lassen das erstmal da stehen. Auch neue Musik. Upp. Upp. Okay. Ja, das scheint mir jetzt alles nicht so irre kompliziert zu sein, wenn man ein bisschen sich konzentriert, sage ich mal. Fangen wir mit dem an. Man muss halt vor allem noch drauf achten, dass man die nicht in eine Ecke setzt, womit man sich halt direkt festbauen würde. So, und dann auf der anderen Seite.
Da ist der Knackpunkt halt, dass die, dass da drei nebeneinander sind. Und die einzige Möglichkeit, die zu schieben, ist von hier aus, von der Mitte aus. Also müssen wir den ersten da drauf setzen. Dann auf Seite. Dann nehmen wir den nächsten. Bringen wir den darüber, schieben noch eins weiter. Dahin. Und dann muss der nur noch nach oben. Und damit ist die Tür offen. Ein lautes Brüllen hallt durch die Korridore. Eindringling, Eindringling, du hast hier nichts verloren. Genau. Aha. Komm nur her. Mhm. Okay, da geht's weiter. Dann gehen wir aber gerade noch in die andere Tür. Hm, das ist schon ein großer Flatschen. Ja, da müssen wir jetzt eh warten. Mhm. Bup. Bup. Da geht's auch weiter. Noch einer. Mhm. Plop. Okay. Was ist das? Da kann man aber nichts mit machen. Dann gehen wir halt auf Seite. So. Mhm. Na, da oben ging es dann sicher weiter. Dann gucken wir uns aber hier auf der anderen Seite noch um. Mhm. Der hat uns auch vergessen und ist dann natürlich auch instant wieder gestorben. Hier geht's noch ein bisschen weiter. Naja, da müssten wir eigentlich nur warten, bis der stirbt. Okay. Oh. Hup. Ja. So. Na. Mhm. Und damit kommen wir dann auch, ja, zurück.
Und damit hätten wir hier alles erforscht. Okay, dann müssten wir jetzt nach oben weiter. Früher morgen. Verschwinde oder du wirst ausgelöscht, noch vor allen anderen. Das wollen wir ja mal sehen. Ich bin Rambo. Nein. Oh. Dann wirst du vernichtet werden. Es ist unausweichlich. Wenn meinen. So, dann kämpfen wir uns hier oben auch noch gerade. Oh ne, da ist nicht mehr. Da unten haben wir noch einen. Okay. Die Tür hier hätten wir schon offen, aber wir gucken uns hier mal weiter um. Oh, verklickt. Plupp. Okay. Da haben wir noch eine. Okay, dann wären das da oben wahrscheinlich dann auch direkt zwei Türen gewesen. Du scheinst nicht besonders in deinem erbärmlichen Leben zu hängen. Aber ich bin doch der Rambo. Der Rambo-Fuchs. So. Oha. Du wagst es wirklich, mir gegenüberzutreten. Ein Fuchs. Lächerlich. Die Zeit der Tiere wird schon bald vorüber sein. Du sprichst. Was bist du? Wie eingebildet ihr seid, als ob die Sprache nur für euch bestimmt ist. Ich bin es leid, meinesgleichen werden sich aus der Asche der Menschen erheben und ein neues Zeitalter wird beginnen. Wir werden mächtiger als alles, was war. Wir werden endlich die sein, die an der Spitze der Nahrungskette stehen. Das ist ein Fehler. Und niemand wird uns mehr unterdrücken. So muss es nicht laufen. Wir können koexistieren. Genau, Tiere und Schleimtentakel. Es gibt keine Koexistenz. Wir wurden hunderte Jahre lang gezüchtet, gefressen, manipuliert, verändert und dann wieder vergessen und begraben. Wir werden uns erheben und du wirst uns nicht im Weg stehen. Ich kann das nicht zulassen. Genau. Okay. Insektenverstand. Setzt hauptsächlich auf elementare oder arkane Angriffe, vernachlässigt dabei aber häufig den physischen Widerstand. Boop. Ah, okay, da kommt so ein Kram raus. Dann hauen wir den da auch direkt. Ah, okay, die ziehen uns rüber. Aber das scheint. Vielleicht können wir sei sogar mehrere gleichzeitig vom Platt machen. Oh, der hat uns noch gar nicht jetzt gemerkt. Dann erschießen wir den direkt mit einem Angriff. Können wir hier direkt mehrere jetzt zernichten? Scheint nichts zu tun. Ja, ich weiß nicht, ob man die Dinger kaputt machen muss.
Der scheint nichts zu tun. Vielleicht, ach, da hinten hat er wieder einen gespawnt. Den können wir ja ignorieren. Ah, okay. Ja, selbstverletzt. Aber da müssen wir jetzt mal schauen. Machen wir den mal kaputt. Wir sollten wahrscheinlich von dem weg. Weiß jetzt nicht, wieso wir da so ein Symbol haben. Aua. Ja, die müsste man halt schon schauen, dass man die beitötet. Also wir könnten jetzt entweder gucken, dass wir diese Dinger zerstören. Oder wir schauen, dass wir das große Ding im Platt machen. Aber anscheinend machen die Pfeile da keinen Schaden dran. Gucken wir mal, ob das hier was bringt. Wahrscheinlich auch nicht. Plupp. Doch, da bringt das was. Mhm. Jawohl. Das ist natürlich ein bisschen irre, dass die von uns nichts mitbekommen und wir dann Instant-Kills bei denen machen. Eigentlich macht es jetzt gerade keinen Sinn, die anderen Sachen zu verwenden. Ich greife einfach mal hier mit an. So. Und dann gucken wir mal. Der vordere scheint mehr auszuhalten. Da ist wieder einer neu. Machen wir erstmal. Moment, dann gehen wir eins rüber. Machen wir erstmal den da drauf. Dann bringen wir das Ding auch direkt um. Upp. Mhm. Da ist wieder einer. Schwupp. Okay. Und dann ist das Ding auch kaputt. Ach, da oben hat er eine riesige Hitpoint-Dings. Okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht haben wir dem da doch schon Schaden zugefügt. Naja, das ist den jedenfalls sehr schnell am Umbringen. Jetzt ist der Balken wahrscheinlich komplett schwarz. Über Stock und Stein erledigt. Wir haben aber hier noch immer dieses Zeug. Dann bringen wir die halt auch noch um. Ach, die sind auch... Sind das Autokrits jetzt? Ne. Die haben kein Gehirn mehr. So. Hätte ich vielleicht direkt kaputt schießen sollen. Artefakt der Verjüngung. Stellt 3 Leben, 1 Ausdauer, 1 Mana, alle 1 Runden auch. Ja, wahrscheinlich. Alle 1 Runden, auch wenn es in der Nähe Gefahren gibt. Okay. Und als was trägt man das? Okay, statt dem... Kann man die eigentlich auf die anderen Slots packen? Wo ist denn jetzt meine Gasmaske hin? Atemschutz da. Kann ich das dahin packen? Ja. Nee.
Also den müsste man statt dem Atemschutz nehmen. Naja, aber wenn das drei Leben jedes Mal wiederherstellt. Ist aber, glaube ich, für die Arena beispielsweise nicht besonders hilfreich, weil das zu wenig ist. Also insgesamt bringt es, glaube ich, zu wenig. Das klingt zwar gut, aber eigentlich an der Stelle ist dieser passive Heal dann auch egal. Sprich mit Tana die Weise. Ich habe das Monster besiegt. Es war der einzige Weg, um die anderen Tiere zu beschützen, ehe es zu spät gewesen wäre. Ich sollte nun zurück in mein Heimatdorf reisen und Tana von all dem berichten. Haben wir jetzt hier einen normalen Weg zurück? Ich meine, theoretisch könnten wir so einen Orb nehmen. Ja. Wahrscheinlich sollten wir das so tun. Ich sehe jetzt hier nicht, dass man da irgendwie eine Abkürzung oder so nehmen kann. Dann machen wir das mal. Wenn wir denn einen finden, irgendwo hier in dem Orb des Rückzugs. So. Vielleicht können wir mit dem auch noch mal reden. Ein Fuchs auf dem Schrottplatz. Naja, okay. Der hat nichts Neues zu sagen. Wir haben 28 Käferfleisch. Okay, Tana, die finden wir im Dorf der Füchse. Dum, 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 dum. Raik, ich kann es kaum glauben. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Und wie es scheint, geht es dir gut. Sag, was hast du herausgefunden? Ja, von der Bedrohung im großen Bau berichten. Das ist unglaublich und äußerst beunruhigend. Diese Kreatur muss Furchtbares erlebt haben, um solch bösartigen Pläne zu spinnen. Kaum vorzustellen. Um solch bösartigen Pläne zu spinnen, das ist aber auch ein Fehler. Kaum vorzustellen, was geschehen wäre, wenn sie ihre Absichten in die Tat umgesetzt hätte. Raik, indem du dich diesem Monster gestellt hast, hast du nicht nur unserem Stamm, sondern auch alle anderen Tiere dieses Reiches gerettet. Ich weiß nicht, wie wir dir das jemals danken können. Es war eine fantastische Reise. Es war nicht leicht. Manchmal dachte ich, ich schaffe es nicht. Ich habe auf diesem Abenteuer mächtige Beute gemacht. Das war es wert. Ich bin nur froh, dass es vorbei ist und es euch gut geht. Es war eine fantastische Reise. Sie legt die Hand auf deine Schulter. All das wird dir gewiss auch sehr zugesetzt haben. Aber nun ist es vorbei. Du bist wieder zu Hause. Und wir sind in Sicherheit. Gönn dir eine Pause von all den Erlebnissen. Und wenn du wieder bei Kräften bist, reden wir weiter. Ausruhen. Du hast es dir verdient. Und damit sind wir hier auch durch. Ja, Felix Laukel ist der Programmierer, Designer und ja, das Gehirn hinter dem Spiel. Insgesamt hat mir das Spiel zwar ganz gut gefallen, aber es gibt auch doch signifikante Schwächen, würde ich behaupten. Zum einen hätte ich mir mehr gewünscht in der Welt, also was man da zu entdecken hat, weil diese Dinger, diese Point of Interest, die in der Landschaft rumstehen, die waren zum größten Teil nicht so super interessant. Und das Balancing war. Am Anfang war es ziemlich brutal und dann wurde es immer einfacher, bis es jetzt zum Ende quasi alles bei Sicht gestorben ist. Das war ein bisschen. Naja. Also da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Die sind ja. Oder er ist ja immer noch am Patchen, also vielleicht kommt da noch das ein oder andere. Ich werde auch ein Review dazu machen. Das kommt auf meinem Review-Kanal. Da muss ich mal gucken. Ich habe damit schon angefangen. Ey, da bist du ja wieder. Ein bisschen Ruhe kann manchmal Wunder bewirken. Hast du dir schon überlegt, wie es für dich weitergeht? Ein weiteres Abenteuer habe ich jedenfalls nicht für dich. Sie schmunzelt. Wir alle haben aber Verständnis, wenn du nochmal losziehen und die Geheimnisse dieser Welt ergründen möchtest. Oder falls dir der Sinn nach weiteren Kämpfen steht, soll die Arena in Murzok einiges zu bieten haben. Wie auch immer du dich entscheidest, wir sind alle glücklich, dich in unseren Reihen zu wissen. Danke, Raik. Danke, Tana.
Und Achievement also. And so it ends. Complete the main quest. Ja, da ist jetzt nichts mehr. Die anderen haben hier aber jetzt anscheinend auch nichts mehr zu sagen. Wir könnten jetzt mal noch so aus Spaß nach Murzog und gucken, ob der noch irgendwas, ob da noch irgendwas Neues an Dialogen ist, aber ich schätze mal nicht. Da ist nix. Und der hat auch nichts zu sagen. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal noch mehr, aber ja, na, das ist nix. Okay. Ja, das war dann auf Blades and Tales. Ich kann eventuell noch mal was nachreichen, sollte ich hier was zu den, zu diesen, jetzt finde ich es nicht. Ich habe jetzt aber auch keine Lust mehr, die Gegenstände noch mal auszusortieren. Sollte ich jetzt hier noch mal was zu diesen Einträgen eines alten Logbuchs finden. Ich glaube, dieses Gegrinde für die alten Tagebuchseiten, das tue ich mir nicht an. Aber ja, wenn ich dann noch was finde, dann dann mache ich vielleicht noch mal einen Nachtrag, falls ihr da Interesse habt. Wie gesagt, ein Review wird es auf meinem Review-Kanal geben. Wann, kann ich noch nicht genau sagen. Sehr bald. Ja, da müssen wir mal schauen, was als nächstes ansteht. Ich werde hier jetzt erstmal noch nichts direkt neu anfangen, weil ich denke, mit Legends of Emberland werden wir auch so langsam zum Ende kommen. Und dann werde ich da eins neu loslegen zu dem Zeitpunkt. Das soll es also hier gewesen sein. Ich danke euch, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet habt mit Reik dem Fuchs hier in dieser etwas anderen postapokalyptischen Welt. Und damit sage ich erstmal ciao. Nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.